Hallihallo, ich bin wieder da und zwar kommt heute eine Sonderfolge von Pro Cycling Manager, nicht Cajajoal, sondern Paris-Roubaix. Ja, doch schon mein Lieblingsrennen im gesamten World Cup und dazu passend fahre ich es auch mit meinem Lieblingsteam, mit dem polnischen CCC-Team. Ich finde es so schade, dass der Vertrag oder dass CCC als Sponsor zurückziehen wird, beziehungsweise das Team aufgelöst wird. Also das heißt, der heißt ja nicht einfach anders. Ja. Ich dachte, das passt jetzt. Ich weiß, Paris-Roubaix, wenn das stattgefunden hätte, wäre das, glaube ich, schon gewesen. Wenn nicht, dann nicht. Und wir haben dabei Francisco Ventoso, der natürlich in die Aufwassergruppe geht, um aus dem Grund, dass wir dann keine Führungsarbeit machen müssen, dass das nicht von uns erwartet wird. Ich sag, da steht schon V von Erd. So ein ja, von Erd, Felgen, passt sowas nicht. So, wir haben dabei als den Kapitän, da gibt es keinen anderen, Greg van Avermaet. Dann der Edelhelfer, du kannst dich ein bisschen weiter nach vorne positionieren vielleicht. Nyssen van Hooijdonk. Ja, und der Rest haben so zwei, die einsitzigen Kopfsteinpflaster. Und Ventoso, einsitzigen Kopfsteinpflaster ist in der Ausreißergruppe und die gehen wir mal durch. Also ganz vorne Nico Denz, 70er Kopfsteinpflasterwert. Kostev, hab gerade noch einen Vornamen überlegt, aber leider nein. Roger Joaquin Rojas. Dann der norwegische Meister Langen, dann Matej Mohorovic, der slowakische Meister, dann natürlich Ventoso, Laurens de Vreese von Astana, dann kommen noch Filippo Ganna, Team Sky oder SIA, wie sie hier heißen, Loic Fliegen von Wanty Group, Tom van Aschbrück von Israel Cycling Academy und Jos van Emden von Jumbo Visma. Die Ausreißergruppe hat sich relativ schnell entstanden. Das war normalerweise immer nicht so. Dann können wir mal auch ein bisschen Zeit vorspulen. Ja, die wichtigen Fahrer haben einen Vertrag gefunden von TC, also auch von Avermaet, glaube ich, zu Agelysière La Mondiale oder Agelysière Crayon. Also die Automarke da, wie sie jetzt heißen, ja, auch die Deutschen, Keschke, zu TCC, Quatsch, Keschke zu Cofidis und Koch und Zimmermann zu Wanty Group. Das war's, wenn ihr da mehr drüber, also Transfers und sowas, kann ich euch eine Seite ans Herz legen, und zwar rocyclingstats.com. Da findet man mehr oder weniger alles über Radfahren, also was Ergebnisse und so anbelangt. Ja, gehen wir mal die Startliste durch. Ja, Topfavorit Peter Sagan, die werden schon als Zweiter hier behandelt. Dann Oliver Nasen natürlich mit dabei, Sylvain Délier für Agelysière Mondiale. Dann Niki Terpstra für Total Direct Energy, natürlich Wout van Aert, Jumbo Visma, Van Marke, Bettiol für Education First, Stieber, auch, ja, Stieber, Düvel, nein, wie viel Kopfsteinpflaster wert, mit 75, guter Helfer, aber am Ende, glaube ich, dann weg vom Fenster, ja. Die Spinott für Lotto Total, Spollett für Team Benzin, John Degenkolb für Trek, Grossenhagen für Ancient Data, Roland für Movistar, Dumas für Parma FDG, Luke
Durbridge, Mitchelton, das sind jetzt alles Leute, die wahrscheinlich am Ende sowieso keine Chance haben. Hat die Beste aus der Mannschaft. Asprog, Saikankunee, der Lette Siske Vissnius. Habe ich mir richtig ausgesprochen. Also ich finde dieses Delco Marseille Pro Wars ein richtig starkes Team. Richtig cooles Team. Auch ein internationales Team, finde ich, das finde ich aber sehr gut. Luke, Rove und Duel für Team C, Sky, Makato und Gaviria wahrscheinlich für UAE, Sieberg, kannst du mal Sieberg als Kapitän, halt dann ist er schon ein bisschen, ja, Brian Rieder, Team Sunweb, Sören Andersen, hat Backeland nicht wahrscheinlich der bessere, ich dachte, der besser, naja. Magnus Kort-Nielsen, ja, und nicht der Beste, Bernd der Backer und Beckert, ja, dann auch, und, was, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, nein, das darf doch nicht, ach, ficken, Alter, ah, ey, komm. Ist doch ein Witz. Ein Toto ist weiter vorne dabei. Und Ostfold setzt natürlich Tempo rein. Asoziale. Asoziale Bruder. Tempo zu machen. So. Alle mal. Bisschen zack. Hoffentlich kommt da alles wieder rein. Scheuer. Warte mal, hier wieder von Neudock. Und hol mal Getränke für die Gruppe hier, auch für Greg van Avermaet. Ah Gott, das ist nicht gut. Oh, jetzt reiß ich eine Lücke, was ist das denn? Scheuer. Mach hier Tempo. Die anderen wollen nicht weit. Oh. Ah, ist alles nicht gut. Nein, 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 Wisnowski. Hängt hier hinten drin, nein. Avermaet. Irgendwie ist das jetzt alles ein bisschen weiter nach vorne. Kriegen alle eure Energiegels. Ach Gott, das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Hätte ich mal eher reagiert. Leute, warten. Warten auf den Herrn hier. Und dann Tempo machen. Bisschen flott. Warum? Warum ist das so? Mach einmal Tempo, sofort Zeitabstand. Ich verstehe das nicht. So, Scheuer, hol erstmal Getränke für von Avermaet. Eieiei. Eieieiei. Ah, Gott, 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 Gott. Sind Backelands ist hier. Eieiei. Nein, so ein Pech aber auch. Betjol. Gottchen, Gottchen von Avermaet ist. Hier, und wir müssen jetzt diese Gruppe von Kersburg. Scheuer, bring die Flasche nach vorne, da muss es von Avermaet jetzt selbst mal reißen. Scheuer bringt wahrscheinlich. So. Mann, Avermaet mal. Jetzt das Zepter selbst in die Hand nehmen. Eieiei, sowas wünscht man meinem ärgsten Feind nicht. Eieiei. Wir haben immer noch vor einem Toso. Achtungserfolg. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Hier ist auch Van Aert ist hier. Mit Van Marke. Und hier ist das Hauptfeld. Mit vor allem einem Peter Sagan. Auch die jetzt natürlich Bohrend Rohr macht. Tempo, ne, dann ist schon zurückgefallen, ne? So, du holst dir erstmal Getränke. Ah,
Das ist so Marco Marcato ist hier, der Italiener. Mir ist neulich erst aufgefallen, dass es kein italienisches Team in der World Tour gibt. Also es gibt ja sehr viele Italiener, also in der World Tour, aber kein Team. Sind dann halt bei UAE sind relativ viele, auch bei Bora, Hans Krohe, wie Daniel Oss hier eben auch schon zurückgefallen. Gaviria ist auch da. Stanik Stieber und Yves Lampaert sind da weg. Hey, das ist ja ein Rennen. Das hätte so keiner erwartet. Wenn jetzt Vendoso, von Van Avermaet da hinkommt, Alter. Hier, Stefan Küng stürzt. Brorson Hagen und John Degenkolb. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Rennen? Ich verstehe es nicht. Das ist schon krass, ne? Also so ein Rennen in der Wirklichkeit, Digga. Ich würde das so abfeiern. Also, kriegt man aber mal von den Favoriten der letzte. Petit ist da noch. Dann ist hier Toin Van Aert. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Van Avermaet schafft mal den Anschluss in die Gruppe hier. Sind eine Gruppe. Muss ich gerade mal gucken. Hier Profil kann man doch. Da ist eine Gruppe, dann mach. Hier lass. Ah Gott. Ja, es ist wahrscheinlich interessanter. Also noch drei sind vorne. Luke Rowe. Nee. Er hat angegriffen. Lampert schließt die Lümpfe, Lücke. Lümpfe. Aber mal dann Energie. Ei. Gott, oh Gott. Ich glaube, einer der Favoriten ist tatsächlich jetzt hier Peter Sagan. Er ist der beste Sprinter hier, ne? Er muss halt bis zum Velodrom da ranbleiben. Aber mal. Bruder, lass es. Mein Freund. Van Marke überholt. Und das. Und es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fahrer. Ah, Van Avermaet. Komm. Erhalt deine Position. Ja, mach ein bisschen Tempo mit. Ah Gott, aber so ein Rennen in der Wirklichkeit. Ich stelle mir das gerade so cool vor, wie ich vom Fernseher hocke und das war. So, jetzt ist das Fahrfeld ein bisschen groß. Größer und. Oh la la. Greg Van Avermaet ist back in the game, aber natürlich kann keine Attacken mitgehen, geschweige denn selber angreifen. Ist Mode Van Aert. Ja, jetzt kommen mit die drei Stieber, Lampard und Lalanyu. Also der macht jetzt Nachführarbeit für seinen Kapitän Anne Demar oder ist Frank noch dabei? Nein, tut es ja nicht mehr. Ei, ei, ei. So, Peter Sagan greift an. Okay. Will dann halt auch nicht auf dem Sprint herauskommen lassen, auch wenn das so wahrscheinlich. Da können wir nicht mitgehen. Da können wir nur hoffen, dass wir so lange wie möglich in dieser Gruppe hier bleiben. Boah, von Hagen ist, kommt jetzt gleich wieder da rein. Der Fräse ist jetzt durch. Was von Hagen auch. Und die haben schon einen Abstand von 56 Sekunden, 30 Sekunden. Ey, so ein Rennen der Wirklichkeit, es wäre so cool. So cool. Ja, auch mit den ganzen Stürzen, klar, ist das ein bisschen jetzt, was auch jetzt so gerade passiert ist. Ja. Aber bei den meisten Stürzen passiert dann schon eher weniger. Das, was Döwen ist hier. Und Van Avermaet regeneriert wieder ein bisschen. Sagan und Steven da vorne. Ich dachte schon, meine Aufnahme wäre gerade abgeschmiert, zum Glück ist es ja nicht. Und Van Avermaet reagiert. Nicht reagiert, regeneriert Vendoso.
Ja, der ist weg. Auch der Rest. Die haben sich dann aufgerieben. Ja, wer hätte da ahnen können, dass das Rennen nochmal so lange wird. Jetzt sind sie schon mehr in der Lage, aber die scheinen weg zu sein. Wir sind zwar noch ganze 20 Kilometer vom Ziel. Vielleicht kommen die noch dran, aber ich werde hier keine Führungsarbeit leisten. Das macht jetzt Niki Terpstra und Adönemar für ihn. Für Lada New nicht, der fällt gleich raus. Für dich selber, gut. Ist Delier noch dabei? Nee. Nasen ist aber, doch, Delier ist hier. Also, Agelizer, die sollten wir vielleicht machen. Mit drei Fahren dabei machen wir auch Oliver Nasen. Dann werden sie wahrscheinlich für Sylvain Delier den Schweizer fahren. Den Kolb ist noch dabei. Mit Pollet macht ebenfalls Tempo für sich selber. Erst was Düben, kurz draußen. Pause im Hahn ist weg. Und auch hier die Gruppe, auch Wout van Aert. Sieht jetzt vielleicht, sieht jetzt wieder relativ gut aus, aber ich denke, so, dass das für ihn gelaufen ist. Ein 5 Kopfsteinpflasterstück. Da hätte, ja, wir werden wahrscheinlich bei dem letzten Kopfsteinpflasterstück nochmal unseren Glück versuchen. Ja, hier mal mit Einsatzbalken durch. Vorne. Kooperieren gut. Und hier hinten wird nicht gut kooperiert. Sylvain Delis. Jetzt sieht so aus, als würden sie für Oliver Nasen Führung machen. Luke Rowe ist ab. Die Spinot hat jetzt auch schon ein Loch gerissen. Yves Lampard. Also. Aber wir sind jetzt auch wieder platt. Also wir müssen wieder auf. Also angreifen. Wir müssen uns unsere Energie für ein hartes Stück hier aufhalten. Lampard ist wieder dabei. Benot sieht auch wieder aus. Das ist immer bei den Kopfsteinabschnitten hier. Kotnetzow, Finney, Lada New, Stüben, Rangenberg, Vandenborg, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Jetzt wird es interessant hier. In Kampf um den Sieg. So, nehmen wir hier keine. So, von Avermaet greift du an. Also, einer zwei nach vorne fahren und Angriff. Die müssen auch noch erstmal ins Zweikampf kommen. Also, von Avermaet greift jetzt an. Hat ein kleines Loch gerissen. Ist jetzt aber nicht so die ganze Welt. Wir schauen mal nach vorne. Also, rankommen werden wir da sicherlich nicht mehr. Die Gruppe hier macht jetzt auch nicht mehr, auch nicht wieder größten Anstalten, aber er ist halt auch einfach platt. Welch sicher das passt, Degenkolb ist hier und ich würde schon Sagan im Sprint die besseren Chancen zutrauen. Von Avermaet hat jetzt 24, 25, 26 Sekunden rausgefahren und gleich kommt hier der Sprint um Platz Nummer 1. So, jetzt müsste er gleich Sprint, er gewinnt. Sagan kommt jetzt. Stüber. Da hat er keine Chance, oder kommt er nochmal? Sagan ist jetzt platt. Aber ja, das hat Sagan. Dann Avermaet eingeholt. Fällt jetzt leider nochmal aus der Gruppe raus. Da holt sich natürlich Annemar für John Degenkolb. Der Vermarke Niki Terpstra. Dann Nasen, Pollet, dann hier von Avermaet, Bus, ja, von Lampard und Delier. Dann hier die Gruppe, dann kommt Ventoso, ist auch schon in der Stadt drinne. Fährt jetzt hier ins Velodrom rein, die anderen sind auch schon im Velodrom, sind jetzt in einer Gruppe. Ja, ein sehr unterhaltsames Rennen, würde ich sagen. Überraschungen, das waren vor allem der Sturz am Anfang. So, warten wir auf die letzten von Nepotelko. Beide. Nee, noch Kofidis. Carapaz, Richard Carapaz, Alter. Was will der bei so einem Rennen? So. Finde ich ein bisschen lustig, dass ich jetzt hier, ne? Ich zeige, weil es so schön ist.
Gott. Weiß, so schön ist. Noch die letzten 25 Kilometer. Wird wahrscheinlich auch ein Zeitlimit fallen, genauso. Die beiden wird knapp. Aber das dürfen sie doch, 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 schaffen sie noch. Ja, dann ist er der Einzige, der aus dem Zeitlimit fällt. Was sind so für der KSP? Also Kopfsteinpflaster 52. Die sind immer 55, wäre das Schlechteste. Ja, aber auch die anderen noch Hügel. 66, Ebene 66 geht dann eigentlich. Ja, schlechterer. Also für die World Tour reicht es nicht. Ich finde schade, dass ich den Sturz nicht miterlebt habe. Da habe ich gerade die Fahrerlisten durchgeguckt und habe halt dann hier unten das noch nicht gesehen, dass das da stand. Beziehungsweise ich habe nicht darauf geachtet. Ja, jetzt sehen wir hier nochmal den Sprint zwischen Sagan und Sieber, die ja irgendwie 30 Kilometer vom Ziel angegriffen haben, mutig. Dann geht Sagan hier die Kraft aus, da hinten kommen die anderen. Ne, ist eine andere Gruppe. Er dachte schon, die so nah dran bringen sie sich. Ja, Peter Sagan vor Fenix Siebert, 1 Minute 55 an Oudemar. John Degenkolb, Sepp van Marke, Nico Gutriafsa, Oliver nach Nils Pollitt. Hier werden 9. mit 2 Minuten 33 und dann 3 Minuten 12. Jon Lampert, also Yves Lampert, wie er glaube ich wirklich da ist von Deconic Quickstep. Teamwertung, also der La Mondiale, war abzusehen für die Quickstep, war auch abzusehen und Dreck. Parma, Katsusha, Education Wurst, Bora, Total Energy, Team Sky. Gut, dass sie so weit oben sind. Also Total. Da nicht bei einem Tag fremd, keine Sau. Ja, dann sage ich Tschüss. Also hier Saga Meister die Hölle des Nordens. Sage ich Tschüss. Bis dann. Alles Gute.